Ihr fordert ja nicht immer nur Hightier und dementsprechend ist euer Wunsch mir Befehl. Und ich zeige euch hier mal ein Mittiergefecht vom Tier 1 oder vom Tier 5 T1 Heavy, so muss es richtig heißen, der USA. Hier im Gefecht mit seinem Kumpel, sag ich mal, im Zug spielt Lucky Kid 20 mit Lonely Kid, beide im Tier 5 und sind hier in einem Tier 5er, 4er und sogar unten BT-7A und Panzer 38T mit Tier 3 noch vertreten. Aber es ist auf jeden Fall schön, ein Hightier zu sein. Er hat das Ganze betitelt, das ganze Replay mit Best Tier 5 Heavy? Fragezeichen. Und die Frage würde ich an euch mal weiter stellen. Ist es denn für euch der beste Tier 5 unter den schweren Panzern oder was ist da eurer Meinung noch besser? Gerade jetzt hier im Gefecht sieht man zum Beispiel, hat er mit UI und KV-1S natürlich dementsprechend potente Gegner. Und Churchill ist Geschmackssache, aber zwei einfache Kills schon mal hier bekommen. Mit dem T40 und dem Type T34. Lux ist ein harter Gegner in dem 5er, also da muss man aufpassen. Lux kann da schon für viel Furore sorgen. Er spielt hier sehr aggressiv, fährt hier direkt vor, wartet hier gar nicht großartig auf seinen Zugpartner oder auf sein Team, sondern er macht es einfach mal. Da, der Saal 42, leider ein Problem im Replay, dass der erst so spät aufgegangen ist, aber es ist einfach ab und an so. Mathilda, aber auch hier wieder den Kill ganz schnell, ganz frech. So, Mathilda, da kommt er gut durch. Lobenswert an dieser Stelle, er hat nicht mal Premium-Schüsse überhaupt dabei, sondern er spielt den ganz normal und mit seiner HE-Munition. Auch Mathilda hat hier an ihm verzweifelt. Der Hetzer, der macht wiederum dann doch Schaden. Aber schöner, schneller Reload, vernünftiger Schaden. Der T1 Heavy, der hat da natürlich schon das Momentum auf seiner Seite. 1177 Schaden an dieser Stelle. Also da rollt die Karawane. Jetzt kuschelt er ein bisschen mit dem KV. Na, das da hinten noch mit Auto-Aim auf dem Marder. Na, der fährt dann gleich runter. Dem ist es hier oben dann direkt zu viel. Denkt sich, nö, nö. Macht ihr mal ohne mich. Ich verdünnisiere mich mal. Noch hat er ja gut Struktur. Noch zwei Kills und er wird auch seinen Krieger klar machen. Aber finde ich ja schön, wie der das Team hier wirklich den Gegner überrollt. Da der Chinookai. Ja, du nimmst halt den OI, genau. Da vorne auf dieses... Ja, auf der Helm immer, oder der Turm vielmehr, sehr weich. Da kommt man auch gut durch. Also an dieser Stelle die OIs selber immer oben am Turm beschießen. Ähnlich wie den Tiger P. Jetzt den Chino. Und weg mit ihm. Nochmal einer. 5 Kills. Einer fehlt noch zum Krieger. So, aber er fährt hier einfach drauf. Ich komme, was wolle. Naja, nochmal den nächsten. Da hat er den Krieger aber mal sowas von leicht gemacht. Jetzt nur noch der Churchill. Nee. Auch Auto-M kann nicht durch Hindernisse schießen. Ja, da hat der Gegner wirklich Pech gehabt, dass die hier so gut und so zusammengespielt haben. Er ist der Churchill. Gekettet. Und er macht den Killshot. Und
mit dieser wunderschönen Explosionswolke verabschieden wir uns hier aus einer sehr kurzen Runde. Aber ich denke, trotzdem sehenswert, weil den T1 Heavy mit 7 Kills, 2108 Schaden sieht man jetzt nicht so oft. Und ja, ein bisschen Low- und Mitteltier muss ja auch mal sein. Deswegen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Alcaramba.